Als erstes überlege ich mir immer die Dinge, auf die ich mich an dem Tag freue und auch die Dinge, für die ich heute dankbar bin. So bin ich morgens einfach schon viel motivierter und glücklicher. Und es hilft mir auch morgens aufzustehen, weil ich dann einfach schon Dinge habe, auf die ich mich dann freuen kann. Ich kann zum Beispiel gar nicht rausgehen, ohne dass mein Bett gemacht ist, weil es mich dann total aufregt, weil dadurch, dass mein Bett so groß ist, mein Zimmer total unordentlich aussieht. Und außerdem versichert es euch auch, dass ihr euch dann nicht wieder reinlegt. Selbst 2 Minuten Aufräumen am Morgen kann euer Zimmer auf Dauer ordentlicher halten. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich schon eine produktive Sache am Tag erledigt habe. Wenn man an den Tag rangeht ohne Aufgaben, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass man keine Aufgaben an dem Tag erledigen wird. Deswegen schreibe ich mir morgens immer eine To-Do-Liste, um zu wissen, was ich den Tag über noch machen muss und was so ansteht. Und dann kann ich es abhaken und fühle mich am Ende total produktiv. Das war es jetzt auch schon mit meinen 5 Gewohnheiten am Morgen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr mich ja gerne abonnieren für weitere Videos oder dem Video auch einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar schreiben, was für Videos ihr noch von mir sehen wollt.